Es war mehr als ein Symbol. Es war unsere eigene Schöpfung. Man kann nur einmal als Erster das Sonnensystem erkunden. Und genau das taten wir mit Voyager. Wie kann man so viel Glück haben? Es war ein Traum. Und er wurde wahr. In 50 Jahren wird Voyager als das Wissenschaftsprojekt des 20. Jahrhunderts gelten. Die Weltraummission schlechthin. Wir ahnten damals nicht, was auf uns zukommen würde. Völlig neue Welten haben sich aufgetan. Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Durch dieses kleine Fenster aus Raum und Zeit zu fliegen, das war eine Erfahrung, die nicht von dieser Welt war. Nicht zu fassen. Taikong-Bing-Yu, Lin-Ho, Lin-Jia-Ba-Bei, Uyeng-De-Lai-Un-Jia-Jie-Yo. Wir haben ein intelligentes Raumschiff geschaffen und es tief in den Weltraum geschleudert. Auf lange Sicht betrachtet könnte das der einzige Nachweis unserer Existenz sein. Wenn du an so etwas arbeitest, dann hast du gehörigen Respekt davor. Alles, was man für sicheres Wissen gehalten hat, wird komplett durcheinandergewirbelt. Und im nächsten Moment ist man in einem völlig anderen Universum. Als vor kurzem gemeldet wurde, dass Voyager 1 in den interstellaren Raum eingetreten ist, schien es so, als wäre die Menschheit zu einer interstellaren Gattung geworden. Als würden wir an das Tor zur Unendlichkeit klopfen. Voyager ist auf der anderen Seite des Sonnensystems, aber Milliarden Meilen entfernt vom nächsten menschengemachten Gegenstand. Unvorstellbar, was für eine Strecke Voyager in all diesen Jahren zurückgelegt hat. Und sie ist immer noch unterwegs. Voyager hat etwas geschafft, das sich niemand hätte träumen lassen. Jede Sekunde kommt sie an einen Ort, an dem wir noch nie gewesen sind. Sie ist auf einer Flugbahn, die von uns wegführt. Sie wird nie zurückkommen. Bis in alle Ewigkeit wird sie in den leeren Raum hinein weiterfliegen. Voyager ist die verwegenste Raumfahrtmission, die es je gab. Wer hätte sich das 1977 vorstellen können? Ein bisschen was wussten wir schon. Wir konnten ja mit Teleskopen in den Weltraum blicken. Das war enorm. Aber im Ernst, was wussten wir eigentlich? Wir wussten, das sind riesige Gebilde mit Gas, meistens mit Wasserstoff und Helium, und auf den äußeren Planeten mit ein bisschen Methan gefüllt. Wir wussten, auf dem Jupiter gibt es Winde und den großen roten Fleck. Und es gibt Strahlung, die festgehalten wird, und ein Magnetfeld. Wir wussten, dass der Jupiter vier Monde hat, die um ihn kreisen. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Das hatte schon Galileo davon überzeugt, dass Kopernikus recht hatte und die Sonne der Mittelpunkt des Sonnensystems ist. Dass die äußeren Planeten Satelliten besitzen, wussten wir, weil wir sie auf ihren Laufbahnen sehen konnten. Aber alle dachten, sie wären nur zerbeulte Kugeln aus Eis, ähnlich beschaffen wie das Festland auf unserem Mond, bloße Einschlagkrater.
Das schien damals so offensichtlich, dass es gar nicht zur Debatte stand, Geologen in das Voyager-Team zu holen. Vom Saturn wussten wir nicht viel mehr, als dass er Ringe hat. Und wir kannten seine wichtigsten Satelliten. Ansonsten war das Bild sehr verschwommen. Niemand war je bis zu den äußeren Planeten vorgestoßen. Mit den Pioneer-Sonden waren wir zwar an Jupiter und Saturn vorbeigekommen, aber sie hatten nur sehr einfache Kameras, die nicht so viele Bilder lieferten. Und ihre Bedienung war nicht besonders fortgeschritten. Das Pioneer-Programm ging mehr in die Richtung, wir schicken ein paar Raumsonden durch den Asteroidengürtel, ob sie es wohl überleben. Vieles, was wir heute für selbstverständlich halten, konnten wir damals noch nicht ahnen. Das betrifft auch Uranus und Neptun, sie sind einfach sehr weit weg. Ich habe auf diese Planeten immer mit den besten Teleskopen der Welt gestarrt und sah immer nur verschwommene Farbkleckse. Durch das Teleskop erschien Uranus als ein kleiner blaugrüner Fleck und Neptun war bläulich und noch kleiner. Und das war es auch schon. Wir Astronomen haben uns ziemlich abgemüht, etwas über ihre Beschaffenheit herauszufinden. Aber wie es dort wirklich aussah, das Wetter, die Verteilung der Masse im Innern, woraus sie bestehen oder was es mit den Monden auf sich hatte, davon wussten wir so gut wie nichts. Was man durch die Teleskopbetrachtung erfahren kann, hat enge Grenzen. Es gibt die Theorie, aber auch vieles Unbekannte. Und dieses Unbekannte erforschen wir. Menschen sind ein komisches Völkchen. Wir wollen wissen, was hinter der nächsten Ecke los ist. Wenn die Straße eine Kurve macht, müssen wir unbedingt schauen, wie es dahinter weitergeht. Diese Neugier ist uns angeboren. Sie ist ein Merkmal unserer Gattung. Ich glaube, dieser innere Drang, Dinge zu erkunden, hat evolutionäre Vorteile für uns. Wir möchten unsere Lebensbedingungen verbessern. Und wir haben das Gefühl, dass unser Überleben als Gattung davon abhängt, dass wir lernen, wie wir in anderen Welten leben könnten. Fragen zu stellen ist eine sehr menschliche Eigenschaft. Kinder stellen Millionen Fragen. Und manche von uns werden niemals erwachsen. Mit das Wichtigste für diese Raumfahrtmission war die Schwerkraftumlenkung. Wenn du an Jupiter vorbeifliegst, biegst du um die Ecke und nimmst ein bisschen von seiner Umlaufgeschwindigkeit mit, wie bei einer Schleuder. Man muss nur darauf achten, dass der Saturn an der richtigen Stelle kommt. Mit der Planetenkonstellation hatten wir ein Riesenglück. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, alle auf einer Linie. An allen vorbei. An Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Nur in dieser Konstellation kann ein einziger Raumflugkörper an allen ganz nah vorbeifliegen. Eine solche Aufreihung ist äußerst selten. Das passiert vielleicht einmal in 100 Jahren. Alle 175 Jahre, sowas. 176. Diese Konstellation gab es zuletzt, als wir noch mit Segelschiffen unterwegs waren. Das Projekt hieß Große Planetarische Rundreise und kostete mehr als $1 Milliarde. Der Chef der NASA ging zum Präsidenten und sagte, das letzte Mal, als die Planeten so günstig aufgereiht waren, saß Thomas Jefferson noch auf ihrem Stuhl. Und der hat's damals vermasselt. Nixon lachte und sagte, okay, aber nehmt euch nur zwei Planeten vor. Also standen nur zwei Planeten auf dem Programm. Das kostete natürlich viel weniger Geld. Aber wir wussten ja, dass wir die Raumsonde 1977 losschicken wollten, also nach Nixons zweiter Amtszeit. Und dann endete seine Amtszeit viel schneller, als er gedacht hätte. Das Projekt Voyager startete im Juli 1972. Wir hatten 11 wissenschaftliche Instrumente, 11 Teams. Und das Ziel, eine Raumsonde musste bis zum Saturn kommen. Aber von Anfang an wussten wir, wir würden alles tun, um den Flug bis zum Uranus und zum Neptun zu verlängern. Wir haben die Umlaufbahnen so ausgesucht, dass unser Zielpunkt am Saturn dazu geeignet war, weiter zum Uranus zu gelangen. Wenn die Möglichkeit schon bestand, wollten wir, dass Voyager sie auch tatsächlich nutzen konnte. Musik
wollten nichts in die Sonde einbauen, was uns davon abhalten würde, die Reise fortzusetzen. Es gab also noch eine andere Raumfahrtmission. Die goldene Schallplatte ist das eigentliche Herz der Raumsonde. Das Ziel der Voyager ist sicherlich die Erkundung des Weltalls, aber diese Schallplatte erfüllt sie mit Leben. Ich erinnere mich noch an die vielen Diskussionen, als Pioneer 10 und 11 losgeschickt wurden. Auf den Plaketten waren diese Skizzen von einem Mann und einer Frau. Einige Leute sind damals regelrecht ausgeflippt, dabei sind die Zeichnungen absolut harmlos. Would you expect someone to find this record out there? Is there something out there? Well, nobody knows. One of the great unsolved questions is whether we're alone or whether... Carl Sagan ist wahrscheinlich der bekannteste Wissenschaftler des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Er spielte eine Schlüsselrolle in vielen Weltraummissionen der NASA, darunter auch der Voyager 1. Er gehörte zum Bildverarbeitungsteam des Voyager-Projekts, aber vor allem war er ein Astronom, der wie kein anderer die Erkundung außerirdischen Lebens zu einer glaubwürdigen Disziplin machte. Comment by Thomas Carlyle, somewhat crusty old fellow, who, upon thinking about the stars, said, "A sad spectacle. If they be inhabited, what a scope for misery and folly. If they be not inhabited, what a waste of space." Carl Sagan war ein guter Freund von mir. Ich rief ihn an und sagte, hey, würdest du dir für uns etwas ausdenken, was wir von außen an die Voyager montieren können? Er sagte, na klar. Für $25,000 könnte er das machen. Also habe ich ihn mit dieser Aufgabe betraut. Und von da an hatte ich nichts mehr damit zu tun. Die Schallplatte entstand komplett unter seiner Leitung. Sie dachten, was für eine Gelegenheit. Wenn man eine Flasche ins Meer wirft, sollte eine Botschaft drin sein. Dann haben sie sich entschieden, wir stecken Zeitkapseln in diese Flaschen. Carl wollte zuerst einfach wieder eine Plakette gestalten, diesmal vielleicht mit mehr Informationen. Aber Frank Drake, eine Art Kreuzung aus Albert Einstein und Thomas Edison, hatte eine andere Idee. Er ist ein herausragender Physiker, aber auch sehr praktisch veranlagt. Er sagte, für die Abmessungen und das Gewicht, die uns zur Verfügung stehen, können wir doch gleich eine Schallplatte an die Sonde montieren. Die Kollegen der Wissenschaft waren immer neidisch auf uns, weil die goldene Schallplatte mehr Aufmerksamkeit bekam als alles, was sie zustande gebracht hatten. Sie erkundeten die äußeren Planeten des Sonnensystems, aber die Öffentlichkeit interessierte sich hauptsächlich für die goldene Schallplatte. Alles, was mit außerirdischem Leben zu tun hat, ist von einer gewissen Aura umgeben und viel faszinierender als die chemische Zusammensetzung eines Minerals auf dem Mars. Es ist eine ganz normale Schallplatte. Der einzige Unterschied ist, dass sie aus Metall besteht und deshalb sehr lange haltbar ist. Und sie wurde auf halber Geschwindigkeit gespielt. Deshalb ist sie insgesamt 2 Stunden lang. 1,5 Stunden waren mit Musik belegt, die übrige halbe Stunde mit allen anderen Daten. Die natürlichen Geräuschen der Erde, gesprochenen Begrüßungsformeln und Fotos von der Erde. Eine der ersten Fragen, die sich viele Leute stellen, ist, wie wollen die überhaupt herausfinden, wie man die Platte abspielt? Deshalb haben wir der Platte einen Tonarm mit Tonabnehmer beigelegt und die Zeichnung auf der Abdeckung zeigt, wie man die Platte damit abspielen kann. Was auf der Plattenhülle zu sehen ist, wird auf Sie vielleicht wie eine Kinderzeichnung wirken, aber irgendwie werden Sie die Bedeutung schon herausbekommen, wenn Sie Grips im Kopf haben oder was auch immer in Ihren Köpfen ist. In demselben Jahr, in dem Voyager startete, wurde die Schallplatte von Edison 100 Jahre alt. Da lag es nahe, sie als Informationsmedium zu nutzen. Aber was ich interessant finde, um die Platte auf ihrer Reise vor Staub und kleinen Partikeln zu schützen, haben sie sie mit einer Abdeckung versehen und dort die Position der Erde und unseres Sonnensystems in Relation zu verschiedenen Pulsaren eingraviert. Viele Leute sagten, warum sollen wir verraten, wo wir leben? Da draußen sind Aliens. Und wahrscheinlich überfallen sie andere Planeten, um deren Bewohner zu fressen oder zu versklaven. Wenn sie die Raumsonde entdecken, ist ihre Technologie wahrscheinlich viel fortgeschrittener als unsere. Und dann kommen sie her und vernichten uns. Also, warum sollten wir ihnen helfen, uns zu finden? Und die Außerirdischen würden sich denken, wie kommen diese Leute dazu, sich uns Unersättlichen zum Fraß anzubieten?
Die Chance, dass irgendwo hochentwickelte, intelligente Wesen sagen, hey, da kommt ein Flugkörper auf uns zu, der Strahlen aussendet. Diese Flaschenpost müssen wir uns mal näher anschauen. Was mag da für eine Botschaft drin sein? Ist das nicht ein unglaubliches Mysterium? Das wirft natürlich die alte Frage auf. Gibt es da draußen noch jemanden? In unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es so um die 200 Milliarden Sterne. Es gibt aber auch noch ungefähr 200 Milliarden weitere Galaxien im Universum. Jedenfalls in dem Universum, das wir kennen. Die Raumsonde ist ziemlich klein und das Universum ziemlich groß. Stellen Sie sich vor, Sie schauen durch einen Strohhalm auf den großen Wagen. Da oben, wo wir immer den leeren Himmel zu sehen glauben. Schon in diesem kleinen Ausschnitt des Himmels gibt es Tausende von Galaxien. Und jede dieser Galaxien enthält Milliarden von Sternen. Das ist nur der Ausschnitt, den Sie durch den Strohhalm sehen. Jetzt stellen Sie sich mal den ganzen Himmel vor mit Tausenden und Abertausenden von Galaxien. Und jeder einzelne davon enthält Milliarden von Sternen. Da draußen gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wenn die Sonne so groß wie ein Sandkorn wäre und hier auf dem Tisch läge, dann läge die Erde 2 Zentimeter daneben und wäre nur noch mit dem Mikroskop zu erkennen. Das gesamte Sonnensystem würde auf einen Tisch von 2 Meter Länge passen. Jetzt denken Sie mal an den nächstgelegenen Stern. Der wäre wieder so groß wie ein Sandkorn. Und wo müssten Sie den hinlegen? Sage und schreibe 12 Kilometer weiter. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Platz zwischen den Sternen und zwischen den Planeten ist. Diese Strecken kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Da hat man die schnellsten Raumfahrzeuge, die jemals gebaut und gestartet wurden und die jemals unterwegs waren, und sie legen in einer Sekunde 16 Kilometer zurück. Man könnte sie kaum sehen, wenn sie vorbeizischen, oder? Aber selbst mit dieser Geschwindigkeit, für unsere Maßstäbe unvorstellbar schnell, brauchen sie immer noch Jahrzehnte, um überhaupt ins äußere Sonnensystem zu kommen. Wir haben kein Problem damit, ein Raumfahrzeug durch den Asteroidengürtel zu kriegen. Aber damals hatten die Leute Angst, wir würden mit einem Asteroiden zusammenstoßen. Dabei ist das Risiko sehr gering. Da draußen ist einfach eine Menge Platz. Sie müssen sich klar machen, wie leer unsere Galaxie ist. Die Galaxie, die unserer am nächsten ist, ist Andromeda. Sie ist 2 Millionen Lichtjahre weit entfernt. Sie ist im Moment auf Kollisionskurs mit uns. Und in 5 Milliarden Jahren wird sie mit uns kollidieren. Aber der Raum, auch in unserer Galaxie, ist zum größten Teil leer. Wenn unsere beiden Galaxien aufeinandertreffen, wird fast kein einziger Stern mit einem anderen zusammenstoßen. Und deshalb wird Voyager wahrscheinlich noch Millionen oder sogar Milliarden Jahre weiterfliegen, ohne mit irgendeinem Himmelskörper zusammenzustoßen. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit richtig langen geologischen Zeitspannen. Es ist nicht so einfach zu begreifen, was das bedeutet. Einige 10 Millionen Jahre. Oder astronomische Entfernungen. An astronomischen Maßstäben gemessen ist unser Sonnensystem winzig klein. Deshalb ist diese abenteuerliche Fahrt der Voyager, die uns so unglaublich lang vorkommt, ein kleines Raumfahrzeug auf seinem Weg zu den riesigen Sternen, eigentlich nur eine Erkundung der allernächsten Nachbarschaft, wenn man den Kosmos als Maßstab nimmt. Die Voyager-Sonden wurden im Jet Propulsion Laboratory, dem Triebwerklabor der NASA, gebaut, einer Forschungsanstalt, die zum California Institute of Technology gehört und Raumfahrzeuge entwirft. Die Ingenieure, die die Voyager gebaut haben, rechnen immer mit den unwahrscheinlichsten Dingen. Mit solchen Leuten sollte man seinen Campingurlaub planen. Wir sollten das und das mitnehmen. Was machen wir gegen die Insekten? Was machen wir, wenn das Zelt nass wird? Wenn kein Gas mehr da ist? Wenn wir kein Feuer mehr machen können? Sie denken einfach an alles. Sie fragen ständig, was wäre wenn? Wenn du einen Gegenstand weit weg ins Weltall schickst, kannst du nicht einfach einen Techniker hinschicken oder die Sonde zurückholen. Da sollte die Was-wäre-wenn-Liste schon sehr lang sein, sonst wirst du es nicht überleben. Solche Projekte beginnen mit einer Planungsphase. Wenn wir das und das machen wollen, wie führen wir es am besten aus?
Wir wussten vorher nicht, wie die Raumsonde einmal aussehen würde, wie wir ihre verschiedenen Teile anordnen würden. Was sollten wir zum Beispiel mit dem Kommunikationssystem machen? Mit dieser feststehenden Antenne von 3,5 Meter Durchmesser. In welchem Abstand zum Antriebssystem sollten wir sie anbringen? Die Raumsonde war so etwas wie unser Kind. Wir, die Ingenieure, wie die Eltern. Wir haben das Kind aufgezogen, es, wenn man so will, mit der Realität vertraut gemacht. Raumfahrzeuge bestehen zu ungefähr 95% alle aus demselben Material, Silikon und Aluminium. Das ist nicht teuer, solange man nichts daraus herstellt. Die Technik ist geradezu primitiv. Es gibt 3 Computer an Bord und ihre Speicherkapazität ist insgesamt etwa 240.000 Mal kleiner als die in ihrem Smartphone. 1977 haben wir die Sonde mit einer Technologie gestartet, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Und damals waren die größten Computer der Welt so leistungsfähig wie manche Dinge, die wir jetzt in der Hosentasche mit uns herumtragen. Und damit meine ich noch nicht die Smartphones. Ich spreche von einem Autoschlüssel. Was soll an der 70er-Jahre-Technologie verkehrt sein? Schauen Sie mich an, ich bin 30er-Jahre-Technologie. Ich muss mich nicht entschuldigen für die Grenzen, die uns damals gesetzt waren. Wir haben aus der damaligen Technik herausgeholt, was wir konnten. Die Voyager wiegt ungefähr 800 Kilo. Die Hauptantenne hat einen Durchmesser von 3,5 Metern, die größtmögliche Form, mit der wir noch starten konnten. Der zentrale Teil der Voyager, ihr Rumpf, ist dieses zehneckige Gehäuse, der sogenannte Bus. Hier sind die Elektronik und die Computer untergebracht. Von dort erstrecken sich die Arme und andere Gliedmaßen. Die Füße, die sie mit der Trägerrakete verbinden. Dann auf der einen Seite ein sehr langer Arm mit einem Magnetfeldsensor. Auf der anderen Seite noch ein Arm mit der Plutoniumbatterie, die sie mit Strom versorgt. Sie darf nicht zu nah am Gehäuse sein, weil sie es sonst verstrahlt. Dann ein weiterer Arm mit Kameras und anderen Instrumenten, die sich in alle Richtungen drehen können. Die Augen. Und die große Antenne, das wären dann die Ohren. Wenn alles komplett ausgeklappt ist, hat die Sonde den Umfang von einem kleinen Schulbus. Sie ist ziemlich elegant, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schlaksig wirkt. Ein seltsames Geschöpf, solange sie auf der Erde ist. Aber im Weltall ist sie vollkommen in ihrem Element. Ich habe in meiner Laufbahn eine einzige Schallplatte produziert. Davon sind nur 2 Exemplare herausgekommen und beide wurden weit von der Erde weggeschleudert. Der Zeitpunkt, an dem Voyager starten sollte, hing von einer ganz bestimmten Planetenkonstellation ab. Und so viel war sicher, sie würden bestimmt nicht warten, bis die Schallplatte fertig ist. Wir hatten 6 Wochen Zeit dafür. Wenn man das hört, muss man erst mal nach Luft schnappen. Wir sollten uns überlegen, wie wir Außerirdischen unsere Welt erklären, und zwar bitteschön innerhalb von 6 Wochen. Wir hatten uns 2 Ziele gesetzt für die Musik auf der Voyager-Schallplatte. Erstens, sie sollte die unterschiedlichen Kulturen unserer Welt repräsentieren. Nicht nur die Kultur derer, die das Raumschiff gebaut und losgeschickt hatten. Zweitens, wir wollten, dass es eine gute Platte wird. Es ist schon eine ziemlich spezielle Botschaft, nicht wie von einem Fachausschuss zusammengestellt. Dafür ist sie zu abgedreht. Heute würde man das alles im Internet recherchieren. Damals saß man eher im Dunkeln, hörte sich Musikstücke an und machte sich Notizen. Es dauert ganz schön lange, bis man sich durch so viele Schallplatten gehört hat. Es wäre schon sehr bemerkenswert, wenn Ihnen beim Hören der Voyager-Platte kein einziges Stück begegnen würde, das Sie so noch nie gehört haben. Das Stück für japanische Shakuhachi-Flöte ist einfach unglaublich schön. Genauso wie der Gesang eines 16-jährigen Mädchens aus dem Ituri-Regenwald in Afrika. Das Lied zu einem Ritual, das den Übergang in die Pubertät begleitet. Die javanische Gamelan-Musik ist wunderschön. Ein Stück wird auf einer chinesischen Zither, der Guqin, gespielt. Es lässt einen nicht mehr los.
Die Musik zusammenzustellen war ein bewusstseinserweiterndes Abenteuer. Aber das war gar nicht so einfach. Einigen seltenen Platten mussten wir regelrecht hinterherjagen. Ich erinnere mich noch an das Hinterzimmer eines indischen Ladens. Dort fanden wir eine Aufnahme mit Raga-Musik, die es tatsächlich auf die goldene Schallplatte schaffte. Wir hatten uns vorgenommen, unsere Kultur zu beschreiben. Also gab es Folkmusik und primitive Musik und Bach und Beethoven und Jazz. Alles Mögliche. Wir hätten sehr gerne noch die Beatles mit drauf gehabt. Aber die sagten uns, nein, auf keinen Fall. Da sagten wir, das geht doch alles ins Weltall. Hier auf der Erde wird niemand das jemals hören. Nein, machen wir nicht. Für das Weltall vergeben sie keine Lizenzen. Ich hätte wirklich gerne ein Stück von Bob Dylan auf der Platte gehabt. Aber der Platz reichte nur für einen einzigen Rocksong. Und Johnny B. Goode von Chuck Berry ist ein wahnsinnig guter Song. Das würde auch Bob Dylan zugeben. It may be just four simple words, but it is the first positive proof that other intelligent beings inhabit the universe. What are the four words, Kakua? Send more Chuck Berry. Die ganze Welt ist voll mit fantastischer Musik. Und es ist gar keine Frage, dass es noch viel mehr großartige Musik gibt, die nicht auf der Voyager-Platte verewigt ist. Das ist ja auch gut so. Stellen Sie sich vor, wir lebten auf einem Planeten, der nur 90 Minuten gute Musik hervorgebracht hat. Armselig. A countdown will begin at 10 minutes before midnight tonight. Journey about to begin, which will take the technology of Earth out of our solar system. Beim Start war die Sonde noch zusammengeklappt wie Origami. Here was this. Dann kam dieser unvorhergesehene Moment der Abkapselung. Wir wussten natürlich, dass Voyager sich von der Rakete abkapseln würde. Aber die emotionale Wirkung, die damit verbunden war, hat mich schon überrascht. Als ich mich umsah, wurde mir klar, das ist der letzte Moment, in dem wir das Raumschiff noch mit unseren eigenen Augen sehen. Das war schon ein bewegender Augenblick. That's a fairly moving experience. Wir schickten Voyager 2 zuerst los. Das machte die Medien wahnsinnig. Voyager 1 wurde später gestartet, aber auf eine schnellere Umlaufbahn gebracht, sodass sie Voyager 2 im Dezember 1977 überholte. Von da an war Voyager 1 immer als Erster an einem Planeten. Und die Presse war wieder glücklich. Fast das gesamte Pressematerial zeigte die Voyager von der Seite, von der die Schallplatte nicht zu sehen war. Aber als die Reporter zur Startbasis kamen, wollten sie alle mehr über die Platte wissen. Die NASA hatte dazu immer ein zwiespältiges Verhältnis. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Voyager-Platte vom wissenschaftlichen Standpunkt aus nutzlos ist. Und die Verantwortlichen gaben nur widerstrebend eine Pressekonferenz. Diese Pressekonferenz war ein Witz. Sie fand in einem Hotelsaal statt mit einer faltbaren Zwischenwand. Und wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, fand in dem anderen Teil gerade eine polnische Hochzeit statt. Die ganze Zeit hörte man von nebenan das Umpa-Umpa der Hochzeitskapelle. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit hat das schon verstanden. Die Sonden wurden mit Titanraketen hochgeschossen, die lange als Interkontinentalraketen militärischen Zwecken gedient hatten, bevor sie ausgemustert und umgerüstet wurden, um künftig Raumflugkörper ins Weltall zu transportieren. 5, 4, 3, 2, 1. Dann sieht man plötzlich, wie diese festen, stabilen Konstruktionen gezündet werden. Und was dann kommt, darauf ist man nicht vorbereitet. Die Geräuschwellen ziehen nach. Und dann wird man kräftig durchgerüttelt. Der Körper wird im Gleichtakt mit dieser Energie hin und her geschüttelt. Wir sind in die Luft gesprungen und haben uns umarmt. Wir waren so glücklich, dass es geklappt hatte. Auch die Rakete hatte funktioniert. Das weiß man vorher nie.
Wir saßen auf Tribünen. Allzu nahe durften wir der Rakete nicht kommen, weil sie explodieren kann wie eine riesige Bombe. Da hält man erstmal den Atem an und will einfach nur die erste kleine Bewegung sehen, wenn die Rakete den Sockel verlässt und auf dem Weg in den Weltraum ist. Wir hatten alle den einen Gedanken, weg ist sie und in den nächsten 5 Milliarden Jahren wird sie da draußen die Menschheit repräsentieren. Ich war 7 Jahre alt, als ich sie losfliegen sah und ich dachte, ein bisschen habe ich auch damit zu tun. Als wäre ein kleines Stück von mir auch mit dabei, nichts Bedeutendes, aber ja, das war's also. Bye bye. Wir waren im Freudentaumel. Die Reise war losgegangen. Jetzt, wo sie unterwegs war, passierten lauter verrückte Sachen. Die Raumsonde machte Sachen, die wir nicht erwartet hatten. Wir kleinen Menschen auf der Erde, wir dachten, was macht die denn da? Wenn die Trägerrakete die Basis verlässt, muss sie sich in einem bestimmten Winkel drehen, damit sie ihren Kurs hält. Aber hier drehte sie sich viel schneller, als sie es bei einem normalen Flug tun würde. Und die Gyroskope funktionierten nicht mehr, weil sie durch die hohe Umdrehung magnetisch gesättigt waren. Voyager klebte nur noch an dieser Rakete und wurde dermaßen durchgeschüttelt, dass die Sonde dachte, sie fällt gleich aus. Deshalb schaltete sie verschiedene Komponenten aus und die Kontrollinstrumente versuchten, die Ursache dieser Ereignisse festzustellen. Die folgenden Tage waren die reine Zitterpartie. Die Leute fragten uns, habt ihr die Raumsonde verloren? Wir wussten es wirklich nicht. Eine Schlagzeile lautete, Meuterei im Weltall. Die Voyager wollte offenbar nicht den Instruktionen folgen, die ihre menschlichen Konstrukteure ihr gegeben hatten. Sie folgte ihren eigenen Vorstellungen. Zum Glück konnte der Programmierer Entwarnung geben und sagen, das ist okay, die Sonde hat gerade dies ausprobiert und ist jetzt im Begriff, jenes zu machen. Also beruhigt euch alle mal wieder. Als die Sonde verrückt spielte, verhielt sie sich in Wirklichkeit genauso, wie wir sie konstruiert hatten. Die Grenzen waren einfach zu eng gesteckt. Die Voyager hätte stärkere Bewegungen und Vibrationen tolerieren müssen. Und die Fernmessungsinstrumente funktionierten auch nicht so zuverlässig, wie wir gedacht hatten. Alles, was bei Voyager 2 zu Problemen geführt hatte, wurde bei Voyager 1 verbessert. Als Voyager 1 losgeflogen war, dachten wir, alles ist okay. Aber dann hörten wir dieses Störgeräusch und wussten, da stimmt was nicht. Er wirkte etwas besorgt. Ich sagte, was ist los, Charlie? Und er, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es klappt nicht. Es gab ein Leck in der Treibstoffzuleitung. Während die Rakete brannte, trat Treibstoff aus. Und darum konnte die zweite Raketenstufe nicht die vorgesehene Höhe erreichen. Deshalb musste die Oberstufe der Rakete, die mit Flüssigwasserstoff und Sauerstoff angetrieben wird, den Verlust ausgleichen. Und die Centaur ist die Stufe, in der die Steuerung sitzt. Das heißt, die Centaur kriegt mit, dass sie nicht die erforderliche Geschwindigkeit erreicht hat. Wenn sie sich von der zweiten Raketenstufe löst, muss sie also länger brennen, um die Geschwindigkeit zu steigern. Um die Parkbahn zu erreichen, brauchte die Centaur nochmal mehr als 500 Kilogramm extra Treibstoff. Jetzt haben wir natürlich alle gezittert. Kann sie noch genug einspritzen oder geht ihr der Treibstoff aus? Zum Glück hatte sie gerade noch genug Treibstoff für 3,5 Sekunden Auftrieb. Dann war Schluss. 3,5 Sekunden, also Voyager 1 hat es gerade noch geschafft. Sonst hätte sie nicht genug Geschwindigkeit gehabt und wäre nur fast bis zum Jupiter gekommen und dann wieder zurück in Richtung Sonne, was nicht so gut gewesen wäre. I watch the distant lights go down the runway. Disappearing through the evening sky. Oh, you know I'm with you on your journey. Never could say goodbye. Und dann kommt einem natürlich auch der Gedanke, dass man loslassen muss. Das Hauptziel dieser Weltraummission war im Begriff, sich zu erfüllen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Our role as Aber unsere Rolle als Hüter, als Stammväter, die Rolle mussten wir abgeben. Das war ergreifend.
that was moving. Vor noch nicht mal 100 Jahren kannten wir vom Universum nur eine einzige Galaxie, unsere Milchstraße. Und die befand sich in einem statischen, ewigen Universum mit nichts als leerem Raum. Wir wussten nichts von den anderen 100 Milliarden Galaxien. Auch nicht, dass das Weltall vor 13,7 Milliarden Jahren in einem Urknall entstanden ist. Aber es gibt Dinge, die noch merkwürdiger sind. Zum Beispiel, dass der Großteil der Masse unserer Galaxie unsichtbar ist und aus einem völlig anderen Material besteht als Sie und ich. Wir vermuten, dass sie aus neuen Elementarteilchen besteht, die in diesem Moment durch uns durchgehen und auch durch die Erde, ohne dass wir irgendetwas davon mitkriegen. Und noch seltsamer ist die Tatsache, dass leerer Raum ein bestimmtes Gewicht hat. Wenn wir die ganzen Partikel und die Strahlung rausnehmen, bleibt nichts übrig, aber es wiegt trotzdem was. Und das ist die alles bestimmende Energie im Universum. Dabei haben wir nicht die geringste Ahnung, warum sie überhaupt existiert. Man kann sich niemals wirklich vorstellen, was Mutter Natur noch auf Lager hat, wenn wir überhaupt jemals dahinter kommen sollten. Die Zeit schien nur so dahin zu fliegen. Ich glaube, vor der ersten Begegnung mit Jupiter haben wir uns nicht so richtig bewusst gemacht, wie heftig das alles werden würde. Das mussten wir erst herausfinden. Ein interessantes Phänomen. 1972 bereitet man eine Weltraummission vor. 77 startet sie. Bis dahin gibt es keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse. Und im März 79 bricht plötzlich eine Flut herein. Die Begegnungen sind urplötzlich da und überwältigen dich. Wir begannen die Observierungsphase mit unseren langen Teleobjektiven. Und dann sahen wir jeden Tag größere Bilder vom Jupiter. Als wir näher kamen, war jedes Bild das großartigste jemals. Am Anfang war es nur ein kleiner Fleck auf dem Bildschirm. Aber jeden Tag wurde er größer. Und je näher wir herankamen, desto dramatischer wurden die Bilder. Unglaublich fremd und wunderschön und jetzt in seiner ganzen Pracht von Voyager dargestellt. Wir wollten möglichst detailreiche Aufnahmen. Das Objektiv der Telekamera hatte 1500 mm Brennweite, das der Weitwinkelkamera 200 mm. Would someone care to speculate what you would say to Galileo Galilei if he walked into the room today? How are you able to live so long? Jupiter ist 10-mal so groß wie die Erde und besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium. Auf diesem Planeten gibt es keine festen Oberflächen. Sie sind durch und durch gasförmig und flüssig. Je tiefer man geht, desto stärker verdichtet ist das Gas und es ist sehr heiß da drin. Wenn Sie versuchen würden, durch Jupiter hindurch zu fliegen, würden Sie schmelzen. Besser gesagt, verdampfen. Als Atmosphärenforscher haben wir einen weiträumigen Blick. Wir gucken uns nämlich nicht irgendwelche kleinen Monde an, sondern die richtig großen Planeten. Deshalb konnten wir vor den anderen Wissenschaftlern sehen, was da los ist. Und wir waren immer die Ersten, die laut gebrüllt haben. Bis zum heutigen Tag statten wir die Sonden nicht mit Farbdetektoren aus. In Schwarz-Weiß bekommen wir eine viel höhere Auflösung. Und wenn wir farbige Bilder haben wollen, jagen wir sie durch verschiedene Filter. Hier unten setzen wir dann alles zusammen und machen ein Farbfoto daraus.
Die Beschleunigung der Datenmenge, wenn man sich einem Planeten annähert, ist sehr aufregend, als wollte man aus einem Feuerwehrschlauch trinken. Es strömt eine riesige Flut an Daten über einen hinweg. Auf dem Jupiter ist ein Wirbelsturm zu sehen, den gibt es dort schon seit mehr als 300 Jahren, der große rote Fleck. Die Erde würde zwei- oder dreimal hineinpassen. Also hier ist der große rote Fleck und hier ist eine Erde, hier noch eine. Und das Ganze wirbelt ständig im Kreis herum. Ich hatte immer angenommen, dass die Bewegung in diesen riesigen Dimensionen ruhig und gleichmäßig ist, wie wenn man Honig umrührt. Aber als Voyager uns dann die hochauflösenden Bilder schickte, wurde uns klar, dass der große rote Fleck sehr aktiv ist. Und das hat das Geheimnis noch größer gemacht. Wie können sich diese gigantischen Wirbelstürme überhaupt so lange halten, wenn es dort so extrem unruhig ist? Der Fleck hatte ganze Wolken verschluckt und andere wieder ausgespuckt. Wir wussten, dass es ein Strudel ist, aber jetzt konnten wir ihn in Aktion sehen. Jeden Tag überlegst du dir, haben wir beim Bau der Raumsonde auch alles richtig gemacht? Haben wir auch wirklich alles berücksichtigt? Pioneer 10 hatte die Strahlungsumgebung des Jupiter gemessen. Sie war wesentlich höher als vermutet. Du näherst dich diesem monströsen Magnetfeld, dieser Strahlungsumgebung mit voller Absicht. Du möchtest ja möglichst nah ran, damit du die Monde und Wolken und Stürme beobachten kannst. Und du willst dich weiter zum Saturn schleudern lassen. Aber wenn die Instrumente verbrutzeln, ist die Mission vorbei. Die Sonde ist wahrscheinlich noch intakt, aber du kannst nicht mehr mit ihr kommunizieren. Aus und vorbei. Zwei Monate bevor wir die Sonden zum Abflug nach Cape Canaveral transportieren wollten, sagten Wissenschaftler voraus, die Magnetfelder um Jupiter seien so gewaltig, dass sie Teilchen beschleunigen würden. Auweia. Ursprünglich war von einer Spannung um die 40.000 Volt die Rede. Das hätte für unsere Raumsonde das Ende bedeutet. Die Verkabelung an der Außenseite der Voyager würden diese Impulse direkt in das Herz der Sonde leiten und dort alles zerstören. Also mussten wir alles erden. Wir hatten keine Zeit mehr, die üblichen Prüfungen zu durchlaufen. Deshalb wurde ein Ad-Hoc-Team zusammengestellt, um noch schnell genug einen geeigneten Schutz zu installieren. Wir haben uns dann ein paar sehr unorthodoxe Lösungen ausgedacht, jenseits der gewohnten Abläufe. Ich habe zum Beispiel einen der Techniker gebeten, Alufolie zu besorgen. Das war das einzige Material, das uns noch zur Verfügung stand. Normalerweise hatten wir eine Materialbeschaffungsstelle für Raumschiffe, die sehr komplex organisiert war. Und jetzt standen wir alle da in Schutzanzügen, schnitten Alufolie in Streifen, reinigten sie mit den alkoholgetränkten Tüchern und wickelten sie anschließend um sämtliche Verkabelungen auf der Außenseite der Sonde. Es war haargenau das gleiche Material, mit dem sie ihre Weihnachtsgans umwickeln. Ich glaube nicht, dass unser Großeinkauf irgendwelche Engpässe hervorgerufen hat. Okay, vielleicht gab es ein paar Tage lang keine Alufolie zu kaufen. Dasselbe Material, in dem ihre Gans im Ofen schmort, schützt die Raumsonde Voyager. Aber konnten wir sicher sein, dass wir wirklich alles für die Weltraummission getan hatten? Es war schon erstaunlich, wir hörten alle möglichen Geräusche. Das ist ein eigenartiges Phänomen. Von den Molekülen in der Ecke eines Raums erwartet man nicht unbedingt, dass sie sich plötzlich zusammentun und dich anpfeifen. Aber in einem Plasma, in diesem Strahlungsgürtel, kann das passieren. Ich würde sie Funkgeräusche nennen, weil wir sie mit Antennen aufspüren müssen. Wenn sie diese Art Antennen in ihren Ohren hätten, könnten sie hören, was wir aufzeichnen. Sogenannte Whistler, so hören sie sich an. Whistler werden von Gewitter ausgelöst. Das war der erste Nachweis von Gewitter auf einem anderen Planeten als der Erde. Aber es ist viel intensiver. Es gibt Blitze, die so lang sind, dass sie in den USA von der Ostküste bis zur Westküste reichen würden. Deshalb ist es faszinierend, was man im Weltall für Geräusche hört. Wenn man auf einem Vorbeiflug ist, gibt es keine zweite Chance. Die Bilder wurden immer besser. Wenn die Monde auf dem Bildschirm größer wurden, konnte man viele Details sehen. Aber wer will sich schon einen Himmelskörper nach dem anderen angucken, die alle so aussehen wie unser Mond? Das ist langweilig. Vor unserem inneren Auge standen lauter zerbeulte Kugeln aus Eis.
Und Callisto sah total wüst aus, mit Einschlagkratern übersät. Ganymed hatte einige interessante Furchen und Erhöhungen, aber er ist auch mit Einschlagkratern überzogen. Und dann, als wir uns den beiden inneren Monden näherten, auf keinem der beiden waren Krater zu sehen. Das hat uns ermutigt, weil wir dachten, jetzt gibt es auf dieser Mission mal richtig Abwechslung. Dann sahen wir die Eiskruste des Jupitermonds Europa. Spiegelglatt wie eine Billardkugel, aber mit Rissen darin und mit etwas, das aussah wie Eisplatten, die sich relativ zueinander bewegen. Die beste Erklärung dafür ist, dass unter dieser Eiskruste noch ein Ozean ist, mit flüssigem, salzhaltigem Wasser. Mehr Ozeanwasser als auf der gesamten Erde. Der größte Ozean des Sonnensystems. Und das auf einem Jupitermond. Und dann kam natürlich der Publikumsliebling der Voyager-Mission, Io. Io war der Star der ganzen Show, aber das wussten wir erst, als wir uns näherten. Alle waren schon nach Hause gegangen. Linda Morabito, eine Ingenieurin, deren Aufgabe es war, die Position und die Umlaufbahn der Raumsonde zu bestimmen, bemerkte auf den Bildern, dass Io ein paar Beulen hatte. Ich arbeitete als Navigatorin im Voyager-Projekt. Unser Job bestand darin, der Sonde über die Schulter zu schauen und zu sagen, okay, noch ein Bild aus dem Jupiter-Bereich. Die Arbeit hatte keine hohe Priorität. Es war ein Bild auf dem optischen Navigationssystem. Und Linda entdeckte darauf dieses merkwürdige Ding. Ein riesiges Objekt tauchte dort auf. Wirklich riesig. Meine erste Reaktion war, was ist das denn? Auf dem Bildschirm sah es erst so aus, als käme hinter Io ein weiterer Satellit zum Vorschein. Ein Objekt dieser Größe, in diesem Bildbereich, in dieser Entfernung. Das musste so groß sein, dass man es auch von der Erde aus sehen konnte. Ich wusste nur eins. Ich sah da gerade etwas, was nie zuvor beobachtet worden war. Das war eine regenschirmartige Eruptionssäule, die sich da 250 Kilometer über der Oberfläche von Io ausbreitete. Ein Zeichen für vulkanische Aktivität. Ich hatte gerade den ersten Nachweis für Vulkane auf einem anderen Himmelskörper gesehen. Wir konnten es nicht fassen, dass so ein kleiner Mond vulkanisch 10-mal stärker aktiv ist als die Erde. Die einzigen aktiven Vulkane, die wir bisher kannten, waren die auf der Erde. Und jetzt also auch auf Io. Diese Reise würde einiges verändern. So ein Vorbeiflug ist wie eine Woche, in der jeder Tag 24 Arbeitsstunden hat. Sehr intensiv. Wissenschaft aus dem Stegreif. Die abendliche Pressekonferenz wartet schon. Man bekommt ein Bild geliefert und hat 3 Stunden, um herauszufinden, was darauf gerade vor sich geht. Klingt das etwa nach Stress? Man spürte die eigenen biologischen Grenzen. Du hast ja auch mal Hunger, bist müde, musst zur Toilette. Und ständig kannst du was verpassen. Und das willst du natürlich nicht. Aber alle 48 Sekunden kommt ein neues Bild aus dem All. Während der Vorbeiflüge haben wir die ganze Zeit kaum ein Auge zugemacht. Die Fotolabore haben Tag und Nacht gearbeitet. Die Leute haben in ihren Autos geschlafen. Es war einfach viel zu aufregend, um zu schlafen. Das ist überhaupt das erste Bild vom Jupiterring.
Jupiter war einfach toll. Wir machten eine Entdeckung nach der anderen. Energie und Impuls müssen erhalten bleiben. Als die Voyager durch Schwerkraftumlenkung auf 56.000 Kilometer pro Stunde beschleunigt wurde, ist Jupiter auf seiner Umlaufbahn abgebremst worden, was in einer Billion Jahren ungefähr 30 Zentimeter ausmacht. Jupiter hatte die Spielregeln verändert und völlig neue Maßstäbe gesetzt. Jetzt wussten wir, dass uns noch einiges bevorsteht. Und das war ganz am Anfang dieser Reise. Wenn uns Jupiter schon umhaut, dann dürften wir schon mal gespannt sein auf Saturn. Voyager war für mich wie die Odyssee. Eine jahrelange Reise durch das Sonnensystem, von einem Planeten zum nächsten. Dann plötzlich eine oder zwei Wochen fieberhafter Aktivität und Entdeckungen und Eroberungen. Und dann wieder zurück in die Boote, die Ruder ins Wasser und auf zum nächsten Abenteuer. Mein Vater war Carl Sagan und meine Mutter ist Linda Salzman Sagan. Sie ist Schriftstellerin und Künstlerin. Aus ihrem Entwurf stammt die legendäre Pioneer-Plakette. Sie hat sie gemalt. Sie hat auch die Grüße zusammengestellt, die auf der goldenen Schallplatte von Voyager zu hören sind. Sie stellte eine Art Chor verschiedener Stimmen zusammen, die ihre Grüße ins Weltall senden. Meine Eltern wollten, dass eine dieser Stimmen von einem Kind stammt, also kamen sie zu mir und fragten mich, Nick, falls es Außerirdische gibt und du ihnen eine Nachricht hinterlassen solltest, was würdest du zu ihnen sagen? Hello from the children of planet Earth. Oh, hello from the children of planet Earth, that's what I would say to aliens. Hallo von den Kindern des Planeten Erde, das würde ich den Außerirdischen gerne sagen. Das gefiel ihnen und sie sagten, okay, wir nehmen dich auf. Ich kann mich nur noch dunkel an die vielen Knöpfe und Schalter und die Steuerungsanzeige, wie man sie in den 70er Jahren hatte, erinnern, wo die Zeiger in den roten Bereich ausschlagen, wenn man zu laut spricht. Wie sich der Zeiger bewegt, während ich spreche und ich kann sehen, wohin er ausschlägt. Ah, kurz vorm roten Bereich, aber noch nicht drin. Okay, das ist wahrscheinlich gut so. Und dann meine damals nicht besonders ordentliche Handschrift. Und damit schrieb ich Hallo von den Kindern des Planeten Erde. Hinter Plan habe ich einen Trennungsstrich gemacht, weil in der Zeile nicht mehr genug Platz war. Dazu habe ich dann noch was gemalt. Später dachte ich, es wäre ein Baum, aber es war wohl ein Raumschiff. Ich konzentrierte mich mehr auf die krakelige Zeichnung als auf diesen Satz, den ich ins Mikrofon sprach. Danach habe ich meinen Apfelsaft getrunken und bin zurück zu meinen Büchern gegangen. Erst sehr viel später ist mir klar geworden, was für eine enorme Bedeutung das alles hatte. Mich haben sie nicht ausgewählt, weil ich etwas Besonderes bin. Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Leute wussten, ich spreche Arabisch. Ich hatte Glück. Warum ausgerechnet ich? Weil du fließend Portugiesisch sprichst. Sie machten mir keine Vorschriften, was ich sagen sollte. Es musste nur kurz sein. Diese Grüße ins Universum sind eigentlich die Vorgänger der heutigen Tweets. Fass dich kurz, drück dich einfach aus. Und sie sagten mir ungefähr 5 Minuten vor der Aufnahme Bescheid. Sie sagten, das kommt auf eine Schallplatte an Bord eines Raumschiffs. Das hat mich schon ein bisschen eingeschüchtert. Schließlich gibt es kein Regelwerk dafür, was man sagen sollte, wenn man das Universum grüßt. Das bedeutet Frieden und Glück für alle. Das schien mir eine gute Wahl zu sein, wenn man auf Aliens trifft. Besser als, nehmt mich als euren Führer an oder sowas. Die Ausrüstung ist kalt, die Raumsonde ist unbeseelt, sogar die Platte selbst ist aus Metall. Da wollte ich gerne, dass meine Stimme ein bisschen Wärme und Kontaktfreudigkeit transportiert. Das bedeutet Grüße an unsere Freunde im Weltall. Wir sehnen uns danach, euch eines Tages kennenzulernen.
Ein Stück von mir ist mit diesem Raumschiff auf der Reise. Es ist unterwegs und wird noch weiter reisen. Auch wenn ich schon lange nicht mehr da bin, ist es immer noch unterwegs. Das ist wie ein kleiner Zauber. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Sind wir alleine im Universum? Das wüsste ich doch zu gerne. Es muss noch andere Zivilisationen geben. Rein statistisch ist es fast unmöglich, dass sich nicht irgendwo andere Lebensformen entwickelt haben, darunter auch solche mit Formen von Intelligenz und vielleicht noch mehr. Je größer man sich das Weltall denkt, desto größer erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass es sie gibt. Und desto unwahrscheinlicher ist es, sie zu finden. Wie Nadeln im Heuhaufen. Ich glaube, dass intelligentes Leben, falls wir uns selbst dazu zählen dürfen, so verbreitet ist, dass ich jede Wette eingehe, in diesem Moment sitzen irgendwo im Weltall zwei Leute, wahrscheinlich eine männliche und eine weibliche Person, die gerade genau die gleiche Unterhaltung führen wie wir. Ich glaube, so weit verbreitet ist Leben im Universum. Sie versuchen wahrscheinlich gerade, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass durch diesen Raum hier jetzt Funkbotschaften gehen. Die könnten wir sogar empfangen. Die Geräte dafür könnten wir bauen, wenn wir bloß wüssten, auf welches Ziel wir sie ausrichten und auf welche Frequenz wir sie einstellen müssten. Und das findet in diesem Moment hier im Raum statt. Das ist doch verrückt, oder? Was außerirdisches Leben betrifft, ist nicht die räumliche Entfernung entscheidend, sondern die Zeit. Es hängt letztlich davon ab, wie lange es unsere Zivilisation noch geben wird. Wenn man miteinander kommunizieren will, müssen diese Zeiträume sich überschneiden. Unsere Galaxie ist ungefähr 12 Milliarden Jahre alt, unsere Sonne 4,5 Milliarden Jahre. Viele Sterne sind noch wesentlich älter. Vielleicht hat eine Zivilisation beobachtet, wie unsere Erde in den zurückliegenden 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. In dieser Zeit gibt es allerdings erst 50 oder 60 Jahre lang Hinweise auf intelligentes Leben, seitdem wir nämlich Star Trek oder I Love Lucy gucken. Also selbst wenn jemand Ihnen sagen würde, nimm dort mal den dritten Felsblock ins Visier, genau da wirst du intelligent das Leben entdecken, dann wären sie während dieser 5 Milliarden Jahre, nur in einem Abschnitt von rund 50 Jahren, auch wirklich in der Lage, es zu finden. Wenn wir alleine sind, dann sind wir wirklich einzigartig. Warum wir? Was ist an uns so besonders und warum befinden wir uns in einem so eintönigen Universum, wo alles so weit verstreut ist? Und wenn wir nicht alleine sind, wie sind wir und die anderen Lebensformen hierher gekommen? Wie sehen sie aus? Wie in unseren Träumen oder eher wie in unseren Albträumen? Interstellare Raumfahrt ist bedeutend aufwendiger, als wir uns das vorstellen. Wir sind noch eine ganze Weile sicher vor den Aliens. Sie können sich ja auch nicht besonders weit fortbewegen. Wir alle stecken auf den Planeten fest, auf denen wir leben. Was an der Strecke zwischen Jupiter und Saturn so besonders ist, ist die kurze Entfernung zwischen den beiden. Erst Jupiter, dann Saturn. Das ging wirklich sehr schnell. Jupiter kommt einem bald wie ein Fiesling vor. Er ist das Alpha-Tierchen im Sonnensystem, gar keine Frage. Saturn ist für mich eher eine Majestät. Mit seinen Ringen steht er für Schönheit und Abgeklärtheit. Seine Monde hat er zur Seite gedrängelt. Sie machen einen fast unterwürfigen Eindruck.
Unsere ersten Bilder waren wahrscheinlich nicht viel besser als die, die man auch von der Erde aus machen kann. Aber dann wurden sie immer besser. Was würden wir erst sehen, wenn wir richtig nah rankämen? Durch ein Teleskop sehen die Ringe des Saturn so aus, als hätte er kleine Ohren an den Seiten. Und jetzt sahen wir die Ringe im Detail, in ihrer ganzen Schönheit. Sie sahen fast aus wie die Rillen auf einer Schallplatte. Die Ringe des Saturn bestehen aus Milliarden eisförmiger Partikel, einige davon so groß wie Häuser und so lang, als würde man mehrere Exemplare des Planeten Erde hintereinander legen. Aber sie sind noch nicht mal einen Kilometer dick. Wir fanden in den Ringen ein ganzes Feuerwerk verschiedenster Merkmale. Es wurde sehr komplex. Wir wurden zu regelrechten Junkies. So wird man zu einem Junkie der Planetenbegegnung. Man hat eine davon erlebt und weiß jetzt, das ist das tollste Gefühl überhaupt. Und dann will man natürlich mehr und mehr davon. At some point, perhaps a year or so from now, it may be possible to put all this into perspective. But right at the moment, I cannot recall being in such a state of euphoria for any previous planetary encounter. Including our two remarkable Voyager encounters at Jupiter. Largest moon of Saturn. Titan's the most extraordinary place. There is a dense methane atmosphere where a complex organic chemistry has been going on for perhaps billions of years, and we are in a moment of extraordinary discovery. Wir hatten beide Raumsonden so programmiert, dass ihre Mission am Saturn identisch war. Dazu gehörte der Titan. Die Wissenschaft hat sich immer sehr für den Titan interessiert, weil es auf unserem Planeten auch mal so ausgesehen haben soll. Sehr wenig Sauerstoff, viele Kohlenwasserstoffe, eine ziemlich dichte, versmogte Atmosphäre, die sich durch die Entstehung von Leben dramatisch verändert hat. Also wer die Ausgangsbedingungen verstehen möchte, sollte sich mit dem Titan beschäftigen. Nur wenn Voyager 1 am Titan ihre Mission erfüllen würde, konnte Voyager 2, die auf ihrem Weg zum Saturn 9 Monate zurücklag, zum Uranus und zum Neptun weiterfliegen. Voyager 1 musste an einer ganz bestimmten Stelle am Titan vorbeifliegen. Von da aus konnte sie aber nicht weiter zum Uranus und zum Saturn. Man konnte ihre Umlaufbahn nicht entsprechend umlenken. Genauso wäre es auch Voyager 2 ergangen, wenn Voyager 1 hier gescheitert wäre. Dann hätten wir keine Chance mehr gehabt, die restlichen Planeten zu sehen. Das wäre wirklich bitter gewesen. Ihr wollt es tatsächlich nochmal mit Titan versuchen und dafür Uranus und Neptun aufgeben? Voyager 1 stand also ziemlich unter Druck. Wir sahen dort vor allem eine riesige Kugel aus braunem Smog mit einer Art elektrisch-blauem Schleier drumherum. Mit der Voyager-Kamera konnte man nicht durch den Schleier und die Wolken gucken. Aber das Funksignal der Raumsonde kam durch die Atmosphäre des Planeten und damit konnten wir die Druckverhältnisse und die Temperatur der Oberfläche bestimmen. So konnten wir doch noch eine Menge über Titan lernen. Den Voyager-Kameras hat sich der Titan nicht offenbart, aber die Spektrometer- und Funktechnik hat viel zur Erforschung der chemischen und physikalischen Verhältnisse der Atmosphäre und des Mondinnern beigetragen. Wir haben alle Daten erfasst, die wir bekommen konnten. Auch mit einem weiteren nahen Vorbeiflug an Titan hätten wir nicht mehr bekommen können. Kurz danach entschied die NASA, dass wir mit Voyager 2 auf seiner Uranus-Umlaufbahn weitermachen sollten. Voyager 1 hatte ihre Mission also voll und ganz erfüllt. Die Sache mit Uranus und Neptun wäre fast gescheitert und die planetarische Rundreise geplatzt. Alles hing davon ab, ob Voyager 1 den Titan passieren würde.
Voyager 1 war fertig und verließ das Sonnensystem in einem Winkel oberhalb der Planetenebene. Die planetarische Mission von Voyager 1 war dort fast zu Ende. Wir werden noch darauf zurückkommen. Von Voyager 2 bekamen wir weiterhin Bilder und andere Daten. Aber dann verschwand sie hinter dem Saturn und die Funksignale kamen nicht mehr durch. Das war mitten in der Nacht und alle wussten, jetzt haben wir ein paar Stunden keinen Kontakt zur Raumsonde. Und danach dachten wir, okay, jetzt lassen wir erstmal die Korken knallen. Die Daten, die in dieser Zeit nicht durchkommen, sind ja alle auf dem Tonband gespeichert. Und stattdessen passiert Folgendes. Sie taucht auf der anderen Seite wieder auf und funkt lauter seltsame Fehlermeldungen zur Erde. Irgendwas Schlimmes musste passiert sein. Irgendwas war geschehen, als die Sonde sich auf der Ringbahn des Saturn bewegte. Auf den Bildern war nichts zu sehen. Die Leute dachten, vielleicht ist sie in die Saturnringe gekracht. Ist sie jetzt kaputt? I wanted to make a very brief statement. We do have a problem on board the Voyager 2 spacecraft. The spacecraft has a problem. The scan platform operating mechanism is not operating properly. To make sure we understand where we're headed, the following instruments are mounted on the platform. The wide-angle camera, the narrow-angle camera, the infrared instrument, the ultraviolet instrument, and the photopolarimeter. Yeah, that was the darkest. Oh ja, das war der dunkelste Tag der ganzen Raummission. Ich kam in den Besprechungsraum und es herrschte gedrückte Stimmung. Bald erfuhr ich, was passiert war. Die Scan-Plattform klemmte fest. Wir hatten die Scan-Plattform am ganzen Himmel vorbeibewegt. Und das so schnell, wie es überhaupt möglich war. Wenn die Scan-Plattform blockiert, kann das verhängnisvoll sein. Damit war die Saturn-Mission zu Ende. Uranus und Neptun konnten wir auch vergessen. Das hatte alle unsere Pläne zunichte gemacht. Einfach so. Gone. Just suddenly gone. The problem is not with the camera, it's with the articulated platform that moves all of the instruments. Our cameras, as far as we know, are working just fine. It's just that we're taking lots of pictures of black space. Alle Untersuchungen, die wir noch vorhatten, dazu Uranus und Neptun. Es gab ja kein anderes Raumschiff, das wir dorthin schicken konnten. Und plötzlich sah es so aus, als ob Voyager dazu nicht mehr in der Lage wäre. Das war niederschmetternd. In den nächsten Tagen waren die Techniker damit beschäftigt, das Problem genauer einzugrenzen. Die Scan-Plattform wird durch kleine Motoren gesteuert, die wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen konnten. Wir wollten natürlich immer in viele verschiedene Richtungen gucken. Deshalb hatten wir sie oft gedreht. Also hat das Schmiermittel nicht gereicht. Deshalb klemmte sie fest. Sie blockierte wie ein Auto, das im Schnee stecken geblieben ist. Dann versuchst du vor- und zurückzufahren, immer wieder nur ein kleines Stück und irgendwann kommst du raus. So machten wir es auch mit der Scan-Plattform. Wir versuchten, sie ein winziges Stückchen in die eine Richtung zu bringen, hatten Erfolg damit, dann wieder in die andere Richtung, gewannen dort noch ein bisschen mehr Spielraum und so machten wir weiter hin und zurück und schafften es irgendwann wieder genug Schmiermittel ins Getriebe zu holen. Sie ließ sich wieder bewegen und damit war die Raumsonde wieder funktionsfähig, das Kamerasystem lief wieder und der Saturn lag hinter uns. Wir sahen, wie der Schatten des Saturn auf seine Ringe fällt. Und es war ganz eindeutig aus diesem völlig verrückten Blickwinkel. Donnerwetter, wir sind auf der anderen Seite des Saturn.
kam uns vor, als wären wir dort. Das hätte keiner gedacht. Voyager war ein Teil von uns. Das waren wir. Für mich hat die Erkundung der Planeten etwas mit Sehnsucht zu tun. Mit der Sehnsucht, uns selbst zu verstehen. Zu begreifen, welche Bedeutung unser Dasein hat. Und Sehnsucht zu kommunizieren, dem Universum mitzuteilen, hey, wir sind hier, wo seid ihr? Wie würden Sie sich mit einer völlig fremden Zivilisation verständigen? Wir gehen davon aus, dass die Gesetze der Physik, wie sie hier auf der Erde herrschen, sich auch woanders anwenden lassen. Naturwissenschaft und Mathematik dürften zu den Themen gehören, über die wir uns mit ihnen ziemlich einfach verständigen können. Alle Menschen mögen Musik. Und die Botschaft der Schallplatte ist, wir mögen so etwas und schicken es als eine Art Geschenk zu euch nach draußen. Außerdem stecken in Musik auch mathematische Strukturen. Die mathematische Struktur eines einfachen Popsongs ist ziemlich offensichtlich, eine arithmetische Formel. Die mathematische Struktur einer Fuge von Bach ist schon wesentlich komplizierter und verlangt einiges an Aufmerksamkeit. Mathematik ist wirklich eine universelle Sprache. Deshalb war es uns wichtig, dass die Schallplatte Musik enthält, die sich auch mathematisch erschließen lässt. Ich habe da so meine Bedenken. Auf unserem Planeten gibt es ja schon intelligentes Leben. Delfine und Wale, mit denen wir nicht kommunizieren können. Mal abgesehen davon, dass wir ihnen Tricks beibringen und sie dafür mit Futter belohnen. Vor diesem Hintergrund kommt es mir ein bisschen selbstgefällig vor, wenn wir sagen, ach, das wird so wie bei Star Trek, und wenn wir fortgeschrittene Lebensformen finden, dann trinken wir sofort Tee mit ihnen. Ganz so einfach wird das nicht. Auf der Voyager-Schallplatte sind viele verschiedene Bilder, die einen Eindruck von unserer Zivilisation vermitteln. Aber wir hatten nur Platz für 100 Bilder, mehr Daten konnten wir nicht mit auf die Reise schicken. Das war nicht so einfach. Wir mussten da was herausdestillieren. Die Erde lässt sich in 100 Bildern nicht hinreichend beschreiben. Dazu reichen auch 1000 Bilder nicht. Die Kunst besteht darin, kleine Dinge zu finden, die das Ganze repräsentieren. Wir dachten, es ist sehr wichtig, ein paar Bilder auf die Schallplatte zu packen, auf denen Menschen nackt zu sehen sind. Einfach um zu zeigen, wie unsere Anatomie aussieht. Für die Pioneer-Plakette hatte die NASA ja heftige Kritik bekommen. In den Zeitungen gab es sogar Leserbriefe, in denen der NASA vorgeworfen wurde, sie würde Schund ins All schicken. Die Frage war also, wie schaffen wir es, nackte Menschen zu zeigen, ohne dass es unanständig wirkt? Und die Antwort war, warum zeigen wir nicht einfach ein Bild mit einer schwangeren Frau? Das hat nichts Anzügliches, weckt keine sexuellen Vorstellungen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich dachte, wenn das bei der NASA nicht durchkommt, dann kommt da gar nichts durch. Und ich fürchte, so ist es auch. Es war nämlich das einzige Bild, das wir tatsächlich rausnehmen mussten. Von jetzt an sollte es noch 5 Jahre dauern, bis wir Uranus erreichten. Uranus will be the most remote object yet visited by a spacecraft, and it's so remote that it was not even known until 200 years ago. And it's a great distance out there, and if we'd launched directly from Earth, it would have taken 30 years to get there. So we were very fortunate that we could swing by Jupiter and Saturn on our way. I can only say that as an observational astronomer, I've been trying to figure this thing out for the past 25 years, and it's very frustrating in a telescope to look at that tiny little disk and try to determine anything about it. So, for me, the next few days are going to be very exciting. Als wir Saturn hinter uns gelassen hatten, warfen die Ingenieure die alten Regeln über Bord und sagten, wie machen wir das jetzt am besten? Wie schaffen wir es, Bilder von Planeten zu machen, die so weit von der Sonne entfernt sind?
Voyager war das erste Modell einer neuen Klasse von NASA-Raumflugkörpern, die umprogrammiert werden konnten. Was auf dem Computer gespeichert war, konnten sie einfach wegwischen und neue Software aufspielen. Sie haben der Sonde beigebracht, Pirouetten zu drehen, wie eine Balletttänzerin. So konnte man, wenn ein Objekt sehr schnell vorbeiflog, die Sonde einfach herumdrehen und ihm so hinterherfliegen. Und obwohl es am Uranus viel dunkler war und am Neptun nochmal richtig dunkel, waren die Objekte gut erkennbar, weil man die Blende sehr lange offen lassen konnte, ohne sich zu viel Bewegungsunschärfe einzufangen. Das war toll. Jupiter und Saturn waren dankbare Ziele gewesen. Von dort hatten wir tolle Sachen mitgebracht. Aber über Uranus wussten wir kaum etwas. Es war das erste Mal, dass jemand Uranus und Neptun besuchte. Wir hatten nur diese eine Raumsonde vor Ort und für uns war es mehr oder weniger ein Blindflug und, naja, wir hatten nur diese einzige Chance. Eine zweite wird es auch so bald nicht geben, glaube ich. Das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Bevor das nächste Mal jemand zu Uranus und Neptun rausfliegt, sind wir alle längst tot und begraben. Es war, als hätte sich jemand einen Mythos ausgedacht, den wir jetzt zum ersten Mal als wirkliches Objekt betrachten konnten. Die Voyager flog auf Uranus zu wie auf die Mitte einer Zielscheibe. Der Planet liegt ein bisschen schief und ist von einer wunderschönen aquamarinblauen Methanatmosphäre umgeben. Jedes Bild davon haut einen komplett um. In der Bodenstation hörte man ständig jemanden rufen, wow. Und alle drehten sich um, starrten auf den Bildschirm und sagten, guck dir das an, nicht zu fassen. Es gab noch kein Internet und keinen Fernsehkanal mit Live-Nachrichten. Die einzige Möglichkeit, das zu erleben, einer von den wenigen zu sein, die dabei sein durften, als aus einem kleinen Lichtpunkt eine ganze Welt entstand, die einzige Möglichkeit, das zu erleben, man musste in diesem Moment in diesem Überwachungsraum sein. Well, just about 2 minutes ago, Voyager 2 passed through its closest approach to Uranus. The new ring is right here. Now, I don't... You're telling me you can't see it. I can. Dr. Soderblom, as you whizzed through your explanation, I couldn't put it all together. Could you try that again? Slower? Slower and a few more details? I thought that was pretty slow. Immer wenn wir an einem neuen Planeten ankamen, gab es Überraschungen. Vor der Voyager-Mission lag der Magnetpol aller untersuchten Magnetfelder in der Nähe der Rotationsachse des Planeten. Das war bei Jupiter der Fall, es war bei Saturn der Fall, aber bei Uranus lag der Pol in der Nähe des Äquators. There's been a lot of speculation about the magnetosphere of Uranus. Would there be one? What would it be like? And the magnetosphere of Uranus is far more weird and wonderful. Wir fanden heraus, dass schon der Planet zur Seite geneigt ist. Aber das Magnetfeld steht dann nochmal schräg zur Umdrehungsachse. Deshalb bilden sich diese enormen Verzerrungen im Magnetfeld, während der Planet rotiert. Völlig bizarr. Warum das Magnetfeld so durcheinander geraten ist, wussten wir beim besten Willen nicht. Als die Voyager 2 am Uranus vorbeiflog, zeigte ein Pol des Planeten zur Sonne. An diesem Punkt seiner Umlaufbahn war von seiner Atmosphäre nicht viel zu sehen. Der Planet selber sah nicht besonders aufregend aus. Und das lag zum Teil daran, dass er seine Geheimnisse vor uns versteckte. Das musste wohl so sein. Es war eine der Enttäuschungen, dass Uranus einfach nicht besonders fotogen war. Er sah echt langweilig aus. Ach, Uranus. Der Ärmste. Uranus war nicht so eine starke Persönlichkeit wie Saturn und Jupiter. Mit Besonderheiten war er schon sehr zurückhaltend. Die großen Stars bei der Begegnung mit dem Uranus waren eher seine Monde. Wenn man zum Neptun will, braucht man den Uranus immer noch zur Schwerkraftumlenkung.
Der Zielpunkt dafür lag zufällig in der Nähe der Umlaufbahn von Miranda. Nun ist Miranda von den Monden des Uranus nicht gerade einer der größten. Wäre der Uranus tatsächlich unsere letzte Station gewesen, hätten sich die Forscher wahrscheinlich lieber einen größeren Mond angeguckt. Aber der Witz war, man kann sich kaum einen interessanteren Himmelskörper als Miranda vorstellen. Er sah aus wie ein komplettes Durcheinander. Dieser Mond sah aus, als hätte ihn jemand in Stücke gerissen und dann wieder zusammengeklumpt. Guckt ihr das an? Wir gingen zum Bildschirm und sagten, guck mal hier. Auf Miranda war keiner vorbereitet. Da gab es zum Teil riesige Felsen und tiefe Einschnitte, in die sich Bruchschollen geschoben hatten. Und bei einer davon konnte man das Cliff sehen, das in die Höhe ragte. Das lag so. Das muss um die 10 Kilometer hoch sein. Auf Miranda ist die Schwerkraft allerdings ziemlich schwach. Wenn Sie von diesem Cliff runterspringen würden, könnten Sie auf dem Weg nach unten gemütlich die Zeitung lesen. Der Fall würde bestimmt 20 Minuten dauern. Aber wenn Sie unten ankämen, hätten Sie trotzdem 150 Stundenkilometer drauf. Also wäre das wahrscheinlich Ihre letzte Zeitung gewesen. Was uns von der Uranus-Begegnung in Erinnerung bleiben wird, es war für uns alle eine sehr traurige Zeit. Wir bereiteten nämlich die große abschließende Pressekonferenz vor. Wir hatten gerade gefrühstückt und ich machte mich auf den Weg, um mir noch den Start der Raumfähre anzugucken. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff from the 25th Space Shuttle Mission, and it has cleared the tower. Super, das gucken wir uns noch an. Und dann gehen wir zur Pressekonferenz. Und dann die Challenger. Of course, that was Challenger. Engine throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go and throttle up. Die Leute waren entsetzt. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Ist es tatsächlich explodiert? Unser Treffen hatten wir unterbrochen. Alle starrten auf den Bildschirm. Es war totenstill. Dann fingen Leute an zu weinen. Ich war sprachlos. Wir wussten sofort, mehrere Menschen sind gerade gestorben. Und dann haben sie immer wieder die Bilder gezeigt. Immer und immer wieder. We have no downlink. Okay, everybody, stay off the telephones. Make sure you maintain all your data. Start pulling it together. Das Challenger-Unglück passierte, als wir den Uranus hinter uns gelassen hatten. Ich kann mich noch genau an die Bilder erinnern. Der sichelförmige Umriss des Uranus und dann die ständigen Wiederholungen der Explosionsszenen. Es war zum Verzweifeln. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. I know it's hard to understand, but sometimes painful things like this happen. It's all part of the process of exploration and discovery. It's all part of taking a chance and expanding man's horizons. The future doesn't belong to the faint-hearted. Belongs to the brave. Reports from the flight dynamics officer indicate the impact in the water, approximately 28.64 degrees north, 80.28 degrees west. Wenn wir in der Phase der größtmöglichen Annäherung an einen Planeten waren, kamen hunderte von Reportern in unser Triebwerklabor und es waren tolle Pressekonferenzen. Aber als die Challenger explodierte, sind alle gegangen. Keiner wollte bleiben. Das war eine sehr traurige Zeit. Das tragische Ende einer anderen großartigen Raummission. Es sind diese kosmischen Fragen, auf die wir uns Antworten erhoffen, wenn wir unsere Geräte losschicken. Woher kommen wir? Sind wir allein? Woraus besteht das Universum? Wie wird es enden? Solche grundlegenden Fragen befeuern die Wissenschaft.
Ich beschäftige mich mit Kosmologie, mit dem Anfang und dem Ende des Universums. Und manche Leute fragen sich, wozu soll das gut sein? Ich sage ihnen immer, sie fragen doch auch nicht, wozu eine Sinfonie von Mozart oder ein Gemälde von Picasso gut sein sollen. Wissenschaft muss für die Leute anscheinend nützlich sein. Sie soll Technologien hervorbringen. Aber das Schöne an der Wissenschaft sind die Ideen. Einstein hat uns bewusst gemacht, dass Raum und Zeit miteinander verknüpft sind, und zwar voll und ganz. Wir leben in einer Raumzeit. Wenn unser Universum irgendwann entstanden ist und sich der Raum erst gebildet hat, dann gilt das auch für die Zeit. Deshalb gab es vor dem Urknall vielleicht gar keine Zeit, aber dann gab es auch kein Davor. Und das erscheint uns unsinnig. Denn wenn es kein Davor gab, lösen sich auch diese Vorstellungen von Ursache und Wirkung und dergleichen komplett auf. Aber all das bedeutet ja nur, dass wir die Art, wie wir die Dinge verstehen, ändern müssen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass unser Urknall nur einer von unendlich vielen Urknallen ist, die sich in dem abspielen, was wir heutzutage Multiversum nennen. Das ist ein gewaltiger Perspektivwechsel und er macht uns noch unbedeutender. Wir waren ja ohnehin schon unbedeutend, als wir noch mitten im Nirgendwo um die Sonne kreisten, um uns herum eine beliebige Galaxie unter 100 Milliarden Galaxien. Aber jetzt wissen wir, sogar das ganze Universum könnte ebenfalls ein unbedeutendes Etwas inmitten von etwas noch Größerem sein. Die Geschichte der Wissenschaft rückt uns immer weiter vom Zentrum des Universums oder vom Zentrum des Geschehens weg. Finally, at Neptune, Voyager has begun the last of a decade's worth of encounters with the outer planets. Es dauerte noch 3,5 Jahre, bis wir Neptun erreicht hatten. Sie mussten die Raumsonde umprogrammieren, damit sie in dieser noch dunkleren und sogar noch kälteren Umgebung überhaupt arbeiten konnte. Die Entfernung der Erde von der Sonne beträgt eine astronomische Einheit. Neptun ist 30 Mal so weit entfernt. Als wir Voyager losgeschickt hatten, war es noch gar nicht möglich, Bilder aus einer Entfernung von 30 AU zu empfangen. Das konnten wir erst lange nach dem Start. Dazu musste die Raumsonde umprogrammiert werden. Und zwei Antennen mit 34 Meter Durchmesser mussten mit einer 70 Meter Antenne zusammengeschaltet werden. Wir mussten das Very Large Array in New Mexico, eine Anlage mit 27 Antennen, nutzen, um das sehr schwache Signal zu empfangen. Die Vorbeiflüge an Jupiter, Saturn und Uranus hatten die Raumsonde beschleunigt. Also flog sie noch viel schneller, stand noch viel mehr unter Druck. Und es gab nur diesen einen Versuch. Da saß er nun am Rand unseres Sonnensystems und wartete nur darauf, dass mal jemand seine Schönheit bewundert. Die ganze Zeit hatte er sich auf diesen Tag gefreut, an dem Menschen zu ihm rauskommen und wow sagen würden. Neptun war von Anfang an fotogen. Ich hatte Bilder von Neptun von der Erde aus gemacht, wo wir nicht sehr viel erkennen konnten. Ich hatte mir immer versucht vorzustellen, wie es dort wohl aussehen mochte. Und jetzt sollte ich ihn wirklich zu sehen bekommen. Ich war wie im Fieberrausch. Wir sahen diesen hellen blauen Himmelskörper, der ein bisschen an die Erde erinnerte. Was natürlich ziemlich kurios war, schließlich war er der letzte Planet, an dem wir vorbeifliegen würden. Ich habe alles immer sehr akribisch aufgezeichnet. Da habe ich dann meine Anmerkungen gemacht und kleine Zeichnungen. Und da konnte man dann sehen, hier ein kleiner dunkler Fleck, da ein paar helle Wolken. Und ich immer so, wow, wow. Und noch ein paar Bilder und alles mit Pfeilen versehen. Am auffälligsten am Neptun war ein riesiger dunkler Fleck. Keiner hatte geahnt, dass wir so etwas finden würden. Als hätte der Planet ein Loch. Also haben wir ihn der große dunkle Fleck genannt. Wir sind nicht besonders originell, wenn es um Namen geht. Wir mussten eine Vorhersage für die Stürme auf dem Neptun machen, damit wir am letzten Tag die Kameras richtig justieren konnten. Zur gleichen Zeit gab es vor der Ostküste der USA einen Hurrikan und auch dessen Verlauf versuchten die Meteorologen vorherzusagen. Da ging es nur um die kommenden 12 Stunden und schon das bereitete ihnen große Mühe, weil der Sturm ständig seine Position veränderte. Und wir saßen zur gleichen Zeit da, übertrugen unsere Daten auf Millimeterpapier und sagten dann, okay, heute in 2 Wochen ist der Sturm da und da. Und normalerweise lagen wir richtig. It usually was.
Bei Jupiter, Saturn und Uranus hatten wir das Ziel, den Vorbeiflug so zu organisieren, dass die Schwerkraftumlenkung uns zum nächsten Planeten befördert. Als wir am Neptun ankamen, wussten wir, das war der letzte Planet, an dem wir vorbeifliegen würden. Deshalb konnten wir eine andere Umlaufbahn nehmen. So konnten wir eine spektakuläre Ansicht auf die Ringe bekommen und nochmal das ganze System aus einer eleganten Perspektive in den Blick bekommen. Was bedeutete es, die Ringe des Neptun zu fotografieren? Ihre Reflexivität ist doppelt so dunkel wie Ruß. Und das Licht, das auf die Ringe fällt, ist 1000-mal schwächer als das auf der Erde. Also, Sie haben ein Tausendstel der Lichtstärke und versuchen, etwas zu fotografieren, das doppelt so dunkel ist wie Ruß. Und das alles vor nachtschwarzem Hintergrund. More than one ring could be seen even in the raw images, the so-called ring arcs. And it seemed reasonable that this was indeed the lost arc that our imaging team raiders were looking for. Now you're going to turn on me, right? Am Neptun angelangt, wollten wir möglichst nah an Triton vorbeifliegen, der sich auf einer rückläufigen Umlaufbahn um den Neptun drehte. Bei Anflug lagen sie nicht hintereinander. Einer war hier oben, der andere hier unten. Was sollten wir also machen? Es gab eine Lösung und die bestand darin, über den Nordpol zu fliegen, ganz nah am Neptun vorbei, um die Laufbahn der Sonde zu krümmen, sodass sie runtergeht und auf diese Weise Triton kreuzt. Aber dazu musste die Voyager ein paar tausend Kilometer in die Wolkenschichten eintauchen. Das ist fast so, als wollte man ihre Oberfläche abraspeln. Das musste haargenau ausgependelt werden. Wir hatten Sorge, dass wir nicht genug über die Atmosphäre des Neptun wussten und riskieren würden, dass die Sonde abstürzt. Außerdem bestand die Möglichkeit, dass es in diesen Ringbögen Gesteinsteile gab, dass wir also in eine Art Schrapnellhagel geraten würden, und das wäre das Ende der Voyager gewesen. Ein kleiner Fehler in den Berechnungen und anstatt die Oberfläche abzuschöpfen, tauchst du in die Wolkenschichten ein und die Raumsonde verbrennt. Ein kleiner Fehler in die andere Richtung und du bist zu weit weg, dann ist die Krümmung nicht stark genug und du fliegst direkt auf Triton zu, krachst auf ihn drauf und das war's dann mit der Mission. Aber du hast auch nicht genug Zeit, alles haarscharf auszutüfteln, musst aufs Geratewohl auf Absenden klicken. Wäre doch reizvoll, die Raumsonde noch ein Weilchen zu behalten, oder? Ganz knapp damit über diese wunderschönen Wolkenschichten von Neptun zu segeln, dann über den Pol von Neptun und zuzuschauen, wie der große Mond Triton aufgeht. Nach einer Reise von etlichen Milliarden Meilen, die Voyager auf ein paar Kilometer genau auszutarieren, das war schon ein Ding. Ein spektakuläres Nadelöhrmanöver. Die südliche Hemisphäre von Triton ist über und über mit gefrorenem Stickstoff bedeckt. Und als wir vorbeiflogen, konnten wir runtergucken. Und was wir da sahen, das sah aus wie Markierungen auf der Oberfläche der Polarkappen. Wir stellten eine mosaikartige Ansicht von Tritons Globus zusammen, aber sie passten nicht richtig zusammen. Manche der dunklen Streifen, besonders zwei davon, fügten sich nicht richtig zusammen. Und er kratzt sich am Kopf. Keine Ahnung, was hier los ist. Dieser Typ ist einer der international führenden Experten für alles, was mit Planeten und Monden zu tun hat, und er kann sich keinen Reim darauf machen. Kommen wir gucken uns diese Bilder mal in einem Stereobetrachter an, durch ein rotes und ein blaues Glas. Und da setzten sich die Bilder zu einem dreidimensionalen Modell zusammen, und das waren diese Geysire. Heiliger Strohsack, jetzt wussten wir, was das war. Diese Fontänen, schwarze Geysire, die dieses Zeug ausstießen. Diese Fontänen schossen kilometerweit aus der Oberfläche. Wir sahen Eruptionen auf einem Himmelskörper, der eigentlich nur aus gefrorener Schlacke bestehen sollte. Der letzte Ort, an dem wir noch solche Kräfte, solche Eruptionen erwartet hätten, war ein Mond, der dermaßen weit hinten im Sonnensystem lag.
Das passiert bei 37 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das heißt, es gibt von der Sonne angetriebene Geysire auf einem Satelliten, der sich 30 astronomische Einheiten entfernt von der Sonne befindet. Wer hätte das gedacht? Just because an idea is crazy, it's not necessarily wrong. Wir wussten, das war der letzte Planet, den Voyager erkunden würde, bevor sie weiterzog. Und ich glaube, die gemeinsamen Zeiten als Team, die Zeiten, in denen wir uns zusammen die Bilder anschauten, uns trafen und miteinander sprachen, wurden kostbarer. Ich ging am Tisch der Sekretärin vorbei und sie sagte, Kenny, da ist ein Reporter, der möchte mit dir sprechen. Und er sagte dann, der Countdown ist gerade abgelaufen. Er zählt nicht mehr runter, sondern rauf. Und Voyager lässt gerade den Neptun hinter sich. Er fragte, was löst das bei Ihnen aus? In dem Augenblick brach ich in Tränen aus. Nachdem die Raumsonde weitergeflogen war, blickte sie nochmal zurück. Und man sieht diese wunderbare Sichel von Neptun und man sieht Triton. Und den Leuten war klar, das ist das Ende der planetarischen Reise der Voyager. Das letzte Objekt, das wir in unserem Sonnensystem sehen würden, liegt jetzt hinter uns. Und die planetarische Mission der Voyager wird jetzt zur interstellaren Mission. Von allen Bildern hat uns das am meisten gerührt. Es war das Bild zum Abschied. We could have enhanced the color a bit to make a somewhat prettier picture, but out of respect to the Voyager spacecraft, we decided to show it to you just as it is. So this was Voyager's farewell to us, and it's our farewell to you. The way I looked at it was, gee. Ich dachte, Menschenskind, das haben wir wirklich gut gemacht. Eine sehr erfolgreiche Mission. Ein bisschen wehmütig. Ich meine, wir haben ganz schön viel Energie in diese Mission gesteckt. Jahrelange intensive Anstrengung. Es war das Ende einer sentimentalen Reise. It was the end of a sentimental journey. We did it. Wir haben es geschafft. Wir haben es durchgezogen. Und das ist wichtig. Wirklich. Wir haben eine Riesenparty gefeiert. Ein würdiger Abschied für die Voyager. Ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, der größte Augenblick war, als Chuck Berry auf der Treppe unseres Verwaltungsgebäudes den Ententanz zu Johnny B. Goode machte. Chuck Berry war da, als wir die Neptun-Begegnung gefeiert haben und hat Johnny B. Goode gesungen. Der Star der Party, Chuck Berry, kam aus dem Gebäude 180 und spielte leibhaftig Johnny B. Goode. Alle fingen an zu tanzen. Ed Stone tanzte zu Johnny B. Goode. Das musste man gesehen haben. Ein echter Rockstar-Moment. Gute Reise, Voyager. Währenddessen schwebte Voyager 1 noch irgendwo draußen herum, immer weiter und weiter weg. Und einige Leute im Team, darunter Carl Sagan, hatten die Idee, bevor wir die Kameras abschalten, drehen wir sie doch noch einmal herum, gucken zurück zur Sonne und dann machen wir ein Bild von unserem Sonnensystem, wie noch nie eins gemacht worden war. Aber einige waren tatsächlich dagegen. Sie wollten es nicht machen. Sie konnten einfach nicht begreifen, wozu das gut sein sollte. Ein Bild von der Erde und Jupiter und so weiter. Weil die Planeten auf dem Foto sowieso nur als kleine Lichtpunkte zu sehen sind. Aber Carl, typisch für ihn, ging zum Hauptkoordinator der NASA und brachte ihn dazu, das Triebwerklabor anzuweisen, diese Bilderserie zu machen. Wissenschaftlich völlig wertlos. Seit das Raumfahrtprogramm begonnen hatte, haben die Leute immer wieder Selfies von unserem Planeten gemacht. Aber so eins hatte es noch nie gegeben. Am Valentinstag 1990 machten sie dieses wunderschöne Familienfoto.
Als wir die ersten Porträts von allen Planeten machten, war ich die Erste, die sich die Bilder anguckte. Und mir fiel jeder Makel auf. Und ich war schnell dabei zu sagen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Und dann dachte ich, Moment mal, wo ist die Erde? Wo ist sie? Und dann wurde mir klar, da waren einfach jede Menge Lichtstreifen auf dem Bild. Und dann entdeckte ich in einem dieser Lichtstrahlen die Erde. Ich habe einfach eine Weile so dagesessen und mir das bewusst gemacht. Wow, das ist die Erde. So blickt Voyager zurück auf die Erde. Und dann habe ich mich wieder eingekriegt und angefangen, weiter anzurufen. Ich rief Brad an. Brad, wir haben sie. Rief Carl an. Carl, wir haben sie. Rief meinen Vater an. And so this is a different kind of milestone than the scientific milestones we've had, one that is really symbolic. I'm an imaging scientist. Ich bin Wissenschaftlerin. Mein Gebiet sind Bildgebungsverfahren. Also dachte ich zuerst, oh, das ist nicht so geworden, wie wir dachten. Mein erster Impuls war, mit der Hand den Staub wegzuwischen. Es war nämlich tatsächlich etwas Staub auf dem Foto. Naja, und eines der Staubkörnchen, die ich wegwischen wollte, war die Erde. Aber das machte nichts. Man musste es nur Carl in die Hände geben und er machte daraus eine Allegorie auf das menschliche Dasein. And the next slide. The Earth in a sunbeam. In this color picture, you can see that it is in fact less than a pixel. And this is where we live, on a blue dot. On that blue dot, that's where everyone you know and everyone you ever heard of and every human being who ever lived out their lives. I think this perspective underscores our responsibility to preserve and cherish that blue dot, the only home we have. Mein Vater spricht an diesem großen kosmischen Abend über den kleinen Fleck und sagt, wir sind alle Teil von etwas Größerem, aber auf der anderen Seite sind wir auch allein. Es gibt eine großartige Stelle, wo er sagt, es wird uns niemand zu Hilfe kommen, um uns vor uns selbst zu retten. Es liegt an uns. Nach Neptun ging das Projekt noch weiter, aber auf eine etwas andere Weise. Die Voyagers hatten keine Begegnung mit Himmelskörpern mehr. Sie segelten einfach weiter in den interstellaren Raum. Und die Leute hatten keine Vorstellung davon, wie lange das noch weitergehen würde. Damals, als wir Voyager entwarfen, wussten wir noch nichts über den interstellaren Raum, der die Grenze ausmacht. Wir hatten auch die interstellare Mission im Blick. Geben wir der Raumsonde so viel Triebkraft, dass sie über das Sonnensystem hinaus in die Galaxie weiterfliegt. Es war ein Schuss ins Dunkle, weil keiner wusste, wie weit es gehen würde. Unerforschtes Gewässer. Uncharted Waters. Goldstone, Voyager Race. Voyager Race, Goldstone. Please turn command modulation on at 1800. Goldstone copies 1800 for command line. That is affirmed. Die Gravitationswirkung der Sonne führt fast bis zur Hälfte der Strecke, die bis zum nächstgelegenen Stern führt. Wenn man also von der Gravitation ausgeht, dann ist der Rand des Sonnensystems noch weit weg. Voyager wird einige 10.000 Jahre brauchen, um dorthin zu gelangen. Aber weiter kann das Magnetfeld der Sonne nicht reichen. Es ist eine Blase um unseren Stern herum. Alle Sterne haben solche Blasen. Wo endet unsere? Wo hört der Einfluss der Sonne und ihres Magnetfelds auf und gibt den Weg in die Galaxie frei? Wir haben weitergemacht und wir haben noch immer nicht die interstellare Materie entdeckt. In den 90er Jahren hatten wir noch nicht den Rand der Blase gefunden. In den 2000er Jahren immer noch nicht. Und dann schließlich, 2012,
sieht Voyager 1, die schnellste und am weitesten entfernte Raumsonde, diese seltsamen Sachen, die sich mit den verschnörkelten Linien abspielen. Hat das Magnetfeld der Sonne die Richtung gewechselt? Die Teilchen, die davon zusammengehalten werden, veränderten sich erheblich. Man sah nur noch eigenartige, stachelförmige Gebilde. Aber dann geht alles wieder seinen normalen Gang. Es war ein magischer Tag im August 2012, an dem sich alles änderte. Die Voyager knallt einfach so aus der Blase raus. Es ist das erste von Menschen gefertigte Objekt, das unser Sonnensystem verlassen hat. Und jetzt ist es im interstellaren Raum unterwegs. Major historic announcement by NASA just a short time ago, confirming the Voyager spacecraft, Voyager as in the thing that launched way back in 1977, exploring the moons, exploring the planets. Well, it has entered interstellar space. NASA says that Voyager 1 has become the first man-made object to reach interstellar space, the cold, dark region between stars. And we've slipped the outermost grasp of our solar system with Voyager 1, the first human-made object to venture into interstellar space. Das ist doch tatsächlich eine wunderbare Leistung. Es ist unser erster Schritt aus der Blase heraus, in der sich alle Planeten und auch die Erde praktisch immer schon befanden. Und endlich ist es passiert. Ein kleiner Gegenstand, den wir gebaut haben, hat die Blase verlassen und schwebt im Raum zwischen den Sternen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als das passierte. Es war, als wäre die Menschheit im interstellaren Raum angekommen, als hätte Voyager ein Stück von uns mit in die Galaxie genommen. Sie ist das tapfere kleine Raumschiff, das weiter und weiter und weiter fliegt. Keiner weiß so richtig, wie sie das schafft, aber alle feuern sie an. So eine Weltraummission wird es nie wieder geben. Das war die erste und letzte ihrer Art. Voyager geht mir nur selten ganz aus dem Sinn. Ich frage mich immer, wo sie heute Nacht wohl sein mag. Immer wenn ich nachts zu den Sternen hochschaue, blicke ich in die Richtung, in die sich die beiden Sonden bewegen. Wir sind die Generation, die etwas ins Weltall geschickt hat, das nicht nur uns überlebt, sondern sogar unseren Stern. In 4 Milliarden Jahren, wenn unsere Sonne sich in einen roten Riesen verwandelt, wird Voyager immer noch zwischen den Sternen unterwegs sein. Und die Songs unserer Zeit werden da draußen sein. Chuck Berry ist immer noch da draußen und wird dort auch bleiben. Wenn die Stromversorgung der Voyager am Ende ist und sie uns keine nützlichen Informationen mehr zurückschicken kann, dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die goldene Schallplatte tatsächlich die Hauptfunktion der Mission sein wird. Wenn alles abgeschaltet ist, treibt sie immer noch irgendwo im interstellaren Raum herum und erfüllt den letzten Teil der Mission. Die Raumsonde selbst ist die Botschaft, ihre Technologie, die Radionukleidbatterie, das Kommunikationssystem, die Instrumente, all diese Dinge tragen eine Botschaft weiter, dass die Leute, die sie gebaut haben, wussten, was sie taten. Ist das Universum heute ein anderes als damals? Oder unser Sonnensystem? Nein. Haben wir uns seitdem verändert? Aber ja, der Nervenkitzel dieser Entdeckungen, das Erreichen der Heliopause, die Vollendung der großen Tour. Ich meine, hey, unser Kind hat es geschafft. Voyager 1 und 2 werden das Zentrum der Milchstraße mit all ihren Sternen weiter umkreisen und ungefähr alle 250 Millionen Jahre eine Umlaufbahn um die Milchstraße herum vollzogen haben. Kein Wind kann ihnen zu schaffen machen. Kein Wasser, kein Regen und keine andere Witterung. Sie werden nicht mit Planeten oder Kometen zusammenstoßen, in keinen Asteroidengürtel geraten. Die nächsten 1000, Millionen, Milliarden Jahre werden sie aller Voraussicht nach weitgehend intakt bleiben. Vom Standpunkt der Voyager aus ist die Sonne im Moment der hellste Stern am Himmel, aber das wird nicht lange so bleiben. In den kommenden Jahren wird sie verblassen und so werden wie all die anderen Sterne in der Galaxis.
Von Zeit zu Zeit wird ein Stern in ihre Nähe kommen und heller und heller werden und danach verdämmern. Es ist wie in einem Rettungsboot auf dem Atlantik. Vielleicht siehst du in der Ferne ein Schiff, vielleicht auch nicht. Das ist die Zukunft der Voyager in den kommenden Milliarden Jahren. All die menschlichen Tragödien, Sorgen und Bedenken, die Sie und mich umtreiben, werden lange vergessen sein. Und unsere Existenz als Gattung, unsere größten Triumphe, die Dinge, von denen die Menschen glauben, dass sie die wichtigsten in ihrem Leben sind, all das wird vergessen sein und dem Universum ist das völlig egal. Aber möglicherweise wird wenigstens ein Objekt, das wir hergestellt haben, noch da draußen sein. Und wer weiß, mit unendlich kleiner Wahrscheinlichkeit findet vielleicht eines Tages jemand diesen Gegenstand und weiß dann wenigstens, dass wir mal existiert haben. Das ist zwar höchst unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Und diese winzig kleine Möglichkeit gibt uns Hoffnung. Wir werden weiterhin Funksignale von der Voyager bekommen. Und wir werden uns auch weiterhin Mühe geben, diese Signale zu empfangen, solange wir dazu in der Lage sind. Der Tag wird kommen, an dem die Antennen auf Empfang sind, wir aber von Voyager nichts hören. Das wird der Tag sein, an dem unsere Kommunikation mit Voyager zu Ende ist. Das wird sehr traurig sein. Denn egal, ob es 45 oder 55 oder 50 Jahre nach dem Start geschehen wird, sie wird verstummen. Und wir haben dann noch nicht mal die Möglichkeit für einen letzten Abschiedsgruß. Wenn ein Außerirdischer meine Stimme hören könnte und ich wüsste, dass er oder sie oder es meine Stimme hören kann, dann würde ich jubeln. Ich würde ekstatisch auf- und abhüpfen. Was haben Sie gesagt? Woher? Sie. Sie? Für mich ist das eine Sie. Okay, also ich würde das nicht tun. Ich weiß, das ist heutzutage verbreitet, aber ich persönlich mag es nicht, Raumfahrzeuge zu vermenschlichen. Sie mögen es nicht. Also, das wollte ich schon immer machen. Fertig? 23.07. Voyager. Voyager. Wunderbar.